Hallo, dies ist der Schlüssel zu Ihrem neuen Fahrzeug, dem Cupra 4Mentor. Das werden viele vielleicht sogar schon da draußen gehört haben, denn der Cupra 4Mentor ist das beliebteste Leasing-Auto in Deutschland. In der Tat, der Cupra 4Mentor oft auf der Straße gesehen und wenn man da mal so genauer reinschaut, gibt es ihn stets zu sehr attraktiven Leasing-Konditionen. Heute werden wir uns mit dem Cupra 4Mentor auf unsere Alltagsverbrauchsrunde begeben, bedeutet 50% Überland, 40% Autobahn VMAX 140 und 10% Stadtverkehranteil. Immer die gleiche Runde mit allen Autos hier zur Vergleichbarkeit. Die Strecke ist gut 110 Kilometer lang. Und welchen Motor fahren wir heute? Ja, wir fahren einen Turbodiesel. Ja, in der Tat, das muss man heute auch mal betonen, denn Diesel werden immer seltener. Und hier haben wir jetzt den Cupra 4Mentor TDI und der schickt seine 150 PS über ein Doppelkupplungsgetriebe an alle vier Räder. Das heißt, wir haben auch Allradantrieb hier. Wir wollen natürlich herausfinden, wie effizient arbeitet denn der Turbodiesel und wir werden natürlich herausfinden, wie sich der 4Mentor sonst so im Alltag macht. Wie sind die Platzverhältnisse, wie ist die Verarbeitung, wie ist das Infotainment-System, wie ist das Fahrwerk, wie sind die Assistenzsysteme? All das werde ich euch während dieses Videos kommunizieren und weiterreichen. Am Ende des Videos gibt es natürlich die Verbrauchsdaten, die Preise und auch meine persönliche Meinung zum Cupra 4Mentor. Wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert diesen Kanal, schenkt ihm ein Like für dieses Video und schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox, damit wir am Ende des Videos auch über den Cupra 4Mentor diskutieren können. Und dann sage ich, steigen wir ein und los geht die Fahrt. Bevor die Fahrt aber jetzt losgeht, noch kurz zum Werbepartner dieses Videos. Ich wurde nämlich eingekleidet vom Modelabel JP 1880, dem Modelabel für große Größen. Und ich bin jetzt nicht gerade der Schlankeste, finde dennoch hier echt gute Kleidung, bequeme Kleidung, tolle Alltagskleidung, super Qualität und vor allem auch zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn du jetzt auch Interesse hast, dich da mal durchzustöbern durch den tollen Modekatalog, dann schau doch einfach mal auf JP 1880 rein und mit meinem Promotion-Code gibt es 20% Rabatt auf die erste Bestellung. Also schau einfach mal rein, kleide dich modisch, dein Auto ist doch auch stylisch, also warum nicht auch du? Und jetzt geht's los mit dem Cupra 4Mentor auf erste Ausfahrt. Den Cupra 4Mentor sieht man mittlerweile doch sehr häufig im Straßenbild, wenn man da mal genau drauf achtet. Zumindest bei mir in der Gegend gibt es sehr, sehr viele Cupra 4Mentor, und zwar alle möglichen, sowohl Diesel habe ich auch schon gesehen, bei uns aber auch viele Verbrenner und natürlich vor allem auch Plug-in-Hybride. Schauen wir uns den Cupra 4Mentor doch erst einmal von außen an und da gefällt die dynamische Linienführung, viele Sicken, viele Kanten, typische Designelemente an der Front, der Kaskadengrill hier mit Wabenstruktur und dem kupferfarbenen Markenlogo in der Mitte, zudem eben eine eher dynamische Linienführung, viel Blech an der Seite und am Heck dann ein sehr dynamischer Abschluss mit der durchgängigen Lichtleiste am Heck. Zudem trägt unser Fahrzeug hier 19 Zoll Leichtmetallräder, die optional erhältlich sind. 17 Zoll sind serienmäßig und unser Fahrzeug trägt auch Matrix-LED-Scheinwerfer. Die sind seit dem Modelljahr 2023 neu erhältlich, sorgen auch dafür, dass eben der Gegenverkehr ausgeblendet wird, wenn hier mit Fernlicht automatisch gefahren wird. Die Ausleuchtung ist wirklich sehr gut und dadurch auch nochmal deutlich gesteigert gegenüber den normalen LED-Scheinwerfern, die bislang schon erhältlich waren. Das Fahrzeug ist 4,45 Meter lang, hat eine Außenbreite von 1,84 Meter und eine Bauchraumhöhe von 1,51 Meter. Der Kofferraum fasst 420 Liter Standard-Laderaumvolumen. Wir haben einen doppelten Laderaumboden, wobei bei uns im doppelten Laderaumboden unten drin der Subwoofer des Beats Audio Soundsystems ist, zusammen mit einem Notrad in dem Fall. Wenn man dann die Rücksitzbank federvorgespannt umlegt im Verhältnis 1 Drittel, 2 Drittel, entsteht eine leicht nach vorne ansteigende Ladefläche.
Fläche, aber man kann das Fahrzeug sehr gut beladen, trotz einer hohen Ladekante. Insgesamt sind 1475 Liter maximales Stauraumvolumen hier möglich. Zudem gibt es noch eine Anhängerkupplung, die elektrisch ausfährt, optional erhältlich ist, hat eine Stützlast von 80 Kilo und eine maximale Zuglast haben wir hier mit dem Turbodiesel von 2 Tonnen. Das ist natürlich nicht ganz uninteressant für denjenigen, der eben gerne mal einen Wohnmobilanhänger oder Wohnwagen eben hier von A nach B oder in den Urlaub ziehen möchte. Die Sitzplätze im Fond sind angenehm gut zugänglich. Große Türausschnitte sorgen dafür, dass nicht nur Erwachsene gut rein und rauskommen, sondern auch Kindersitze gut installiert werden können und auch Kinder dann ihren Platz gut finden. Die Platzverhältnisse sind großzügig bemessen. Ich persönlich habe hinter meinem imaginären Ich mit 1,76 Meter genügend Kniefreiheit und auch Kopffreiheit. Zudem gibt es Fond-Luftaustritte. Eine 3-Zonen-Klimaautomatik ist hier verbaut. Zudem 2 USB-C-Anschlüsse, eine Mittelarmlehne und wir haben auch noch Haltegriffe. Was es leider nicht gibt, sind Sonnenschutzrollos, dafür aber eine Sonnenschutzverglasung. Isofix gibt es an den Außenpositionen im Fond und auf dem Beifahrersitz. Somit hat man 3 Isofix-Möglichkeiten für die Kindersicherung. In der ersten Sitzreihe sitzt es sich dann sehr vorzüglich auf den gut ausgeformten Integralsitzen, bedeutet die Kopfstütze ist in die Lehne integriert, hat auch hier das schöne Cupra-Logo in die Kopfstütze integriert. Der Sitz umfasst einen sehr gut, er bietet viel Seitenhalt und ist auch bequem auf Langstrecke. In unserem Fall ist der Fahrersitz hier elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion. Wir haben auch eine elektrische Lordosenstütze, was leider fehlt, ist eine ausziehbare Schenkelauflage. Die gibt es auch hier nicht gegen Aufpreis. Das Lenkrad ist natürlich in Höhe und Weite ausreichend einstellbar. Es ist das üblich bekannt oder gut bekannte 3-Speichen-Multifunktionslenkrad von Cupra, was wir hier haben. Auf der linken Seite finden sich die Assistenzsysteme, auf der rechten Seite dann die Bedienung des volldigitalen Kombi-Instruments, das auch hier stets serienmäßig ist und auf der rechten Seite noch zusätzlich untergebracht auch die Taste für die 3-stufig einstellbare Lenkradheizung. Wie schon erwähnt, das Kombi-Instrument ist digital und lässt sich in vorkonfigurierten Layouts abrufen, ist gut ablesbar. Ein Head-Up-Display gibt es für den Formentor nicht. Dafür aber ein 12 Zoll großes Infotainment-Display, was wir hier in der Mittelkonsole haben, das senkrecht auf dem Armaturenträger anliegt und auch eine gute typische Menüstruktur hat. Ja, hier und da gibt es immer mal wieder ein bisschen Verzögerung im Ansprechverhalten. Das heißt, wir haben hier noch die alten Prozessoren, aber da wird es auch bald eine Modellpflege geben für den Cupra Formentor und der bekommt dann auch das neue Infotainment-System, was wir bereits aus einigen Modellen kennen. Wer das sehen möchte, der schaut zum Beispiel in das Skoda Enyaq-Video hinein. Da sieht man zum Beispiel schon so ein bisschen die neue Menüstruktur oder aber die neuen ID-Modelle bei Volkswagen. Weiterhin hier das größte Problem ist der unbeleuchtete Slider, der hier für die Temperatur und die Lautstärkenregelung zuständig ist. Das finde ich immer noch sehr schade. Dennoch ansonsten haben wir hier natürlich die bestmögliche Konnektivität verbaut. Heißt, wir haben hier Apple CarPlay und Android Auto beides kabellos umgesetzt. Zudem gibt es hier noch 2 USB-C-Anschlüsse und gegen Aufpreis würde es noch eine induktive Ladefläche geben hier in der Mittelkonsole, die in unserem Testwagen nicht verbaut ist. Die Verarbeitung insgesamt hier beim Cupra Formentor sehr gut. Alle Materialien wirken sehr hochwertig. Die ambiente Beleuchtung mit der durchgängigen Lichtleiste hier am oberen Rand der Armaturen sorgt ebenfalls für eine sehr gute Lichtstimmung während der Dunkelheit. Zudem gibt es auch eben hier noch zusätzlich die LED-Elemente in der Türtafel, die dann den toten Winkel und den Ausstiegsassistenten hier mit umsetzen. Es wird sozusagen der tote Winkel nämlich hier zusätzlich auch in der Instrumententafel angezeigt, wenn sich ein Fahrzeug im toten Winkel befindet oder aber beim Aussteigen blinkt ebenfalls die LED in der Türtafel. Und dann kommen wir auch schon zum Fahren. Unter der Motorhaube hier in unserem Fall steckt ein sehr bekanntes Triebwerk, nämlich ein
2 Liter Vierzylinder Turbodiesel, der in dieser Ausbaustufe 110 kW bzw. 150 PS und 360 Newtonmeter maximales Drehmoment entwickelt. Damit sprintet der Cupra Formentor TDI in 8,6 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und die eingetragene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 203 Stundenkilometer. Die werden auch auf der Autobahn durchaus gut und locker erreicht, wobei man merkt, dass so ab 170 eher es deutlich zäh wirkt, wenn man dann eben nochmal durchbeschleunigen muss. Im Alltag jedoch macht der Turbodiesel Freude mit dem hohen Drehmoment, lässt sich durchaus mit niedrigen Drehzahlen angenehm fahren. Die 7-Gang Doppelkupplung, die hier verbaut ist, die sorgt auch dafür, dass eben ohne Zugkraftunterbrechung die Fahrstufen gewechselt werden. Zudem ist die Spreizung der Fahrstufen relativ weit, sodass man eben hier auch stets ein relativ niedriges Drehzahlniveau hat und eben so auch den Kraftstoffverbrauch im Zaum halten möchte. Die Laufkultur des TDI ist durchaus gut, wobei man sagen muss, zwar vibrationsarm, aber was man schon hört, akustisch ist der Diesel doch durchaus immer präsent. Gerade wenn man dann eben viel Elektroauto gefahren ist, dann fällt das natürlich noch einmal deutlich auf, dass hier eben der Diesel sehr vernehmlich nagelt und auch durchaus sehr kernig ist, wenn er denn Leistung abrufen muss. Zum Beispiel jetzt. Hören wir, dass er doch durchaus präsent ist. Ich finde es aber nie wirklich nervig. Für den, der jetzt halt kein Dieselfreund ist, der wird natürlich sagen, das Genagel mag er nicht. Dafür gibt es aber dann ja Alternativen eben im Verbrennerbereich, zum Beispiel die Benziner. Was das Fahren angeht, so haben wir hier die dynamische Chassis-Control verbaut, das heißt adaptive Dämpfersysteme. Das arbeitet durchaus vorzüglich, schafft es auch immer so ein bisschen schön nachzuschwingen, eben auf welligem Untergrund. Was es allerdings nicht verhehlen kann, ist, dass das Fahrzeug eben aufgrund der Niederquerschnittsreifen oder aufgrund der großen Felgen hier etwas hölzern über Querfugen beispielsweise drüber rumpelt. Die schlagen dann durchaus gerne mal direkter in den Fahrgastinnenraum durch. Dennoch wird das Fahrzeug hier nie wirklich unkomfortabel, sondern hier merkt man einfach eher die eher straff ausgelegte Grundabstimmung, das dann eben zu dem sportlichen SUV durchaus passt, denn das Fahrzeug soll sich ja eher dynamisch bewegen lassen und das tut es auch. Die Lenkung spricht angenehm direkt an, jedoch ein bisschen zu leichtgängig und zu wenig Feedback von der Straße. Also man merkt nicht so richtig, wie sich gerade die Räder eben in welcher Position sie sich genau befinden. Da könnte mehr Feedback kommen, gerade wenn man dann mal wirklich das Ganze hier sportlich angeht auf einer Landstraße oder vielleicht sogar auf einer kurvenreichen Bergstraße. Im Alltag jedoch freut man sich dann eher über die Assistenzsysteme, die man hier mitbekommt. Wenn man das Assistenzpaket XL nimmt, also das Gesamtpaket, dann haben wir eben, wie in unserem Fall, nicht nur eine Abstandsregeltempomaten, sondern die aktive Spurführung drinnen, die auch dann eben einen Autobahnassistenten beinhaltet, der einen automatisierten Spurwechsel sogar durchführt. Auch das mittlerweile in dem Fahrzeug hier erhältlich und zeigt auch, dass eben der Cupra Formentor hier weiter up-to-date ist, was das Thema Fahrassistenz und Modernität auch angeht. Ich würde sagen, weiter geht's jetzt hier beim Fazit. Ich fahre dahin und wir sehen uns gleich wieder. Der Cupra Formentor sieht weiterhin wirklich richtig gut aus, wie ich persönlich finde. Er macht eine sehr gute Figur. Auf der Straße fährt er sich auch sehr ausgewogen, sehr harmonisch. Gerade
Die dynamische Dämpferkontrolle, die rund 1000 Euro Aufpreis kostet, die würde ich vielen empfehlen als Kreuzchen in der Sonderausstattungsliste. Ansonsten gibt es da natürlich auch relativ viel, was man noch hinein konfigurieren kann. Unser Fahrzeug ist natürlich nahezu voll ausgestattet und das wird dann auch eine sehr stattliche Summe. Denn 44.800 Euro ist der Basiseinstiegspreis für den 2 Liter TDI mit Allradantrieb. Und wenn man dann eben noch das komplette Fahrassistenzpaket dazu nimmt, schicke 19 Zoll Räder nimmt und dann eben noch ein Glaspanoramadach, adaptive Matrix-LED-Scheinwerfer etc. pp., dann summiert sich das Ganze dann eben mal ganz schnell wie hier auf 59.000 Euro. Das muss man erstmal sacken lassen. Da können dann auch die Leasingkonditionen durchaus mal wirklich schön runtergerechnet werden. Das muss man sagen. Es gibt aber immer wieder eben sehr attraktive Angebote. Also da solltet ihr euch mal mit eurem Cupra-Händler in Verbindung setzen. Das Fahrzeug an sich fährt sich eben, wie gesagt, sehr gut. Hat auch genügend Platz im Innenraum, wie ich finde. Auch gerade, wenn man als Familie unterwegs ist. So macht der Cupra Formentor dann schon einen echt guten Eindruck. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist diese Dachreling. Die wirkt irgendwie zu aufgesetzt. Ohne die Dachreling würde das Auto einfach nochmal homogener ausschauen, wie ich persönlich finde. So wirkt es hier ein bisschen unnötig aufgesetzt. Beim Diesel muss man sagen, der macht seine Sache richtig gut. Natürlich soll er auch sparsam sein. Da muss ich sagen, die Sparsamkeit, finde ich persönlich, haben die Diesel jetzt mit dieser doppelten Abgasnachbehandlung mittlerweile eigentlich kaum noch. Da sind die Benziner schon sehr, sehr nah an diesen Werten dran. Und gerade der 1,5 Liter TSI ist ja ein echt verdammt guter Antrieb, den ich auch wahrscheinlich empfehlen würde. Der Diesel ist halt eher weiterhin für Vielfahrer, die dann auch die Drehmoment von unten raus nutzen wollen. Die 360 Newtonmeter sind da ja schon sehr beachtlich. Ansonsten, der Verbrauch lag jetzt bei unserer Testfahrt bei exakt 6,0 Liter. Damit liegen wir im Prinzip auf WLTP-Wert. Ich kann aber auch noch andere Werte nachliefern. Zum Beispiel eine wirklich schnelle Autobahnfahrt zu einem Termin mit über 200 Kilometern am Stück. Gerne 160, 180, 200. Da lag dann der Verbrauch bei gut über 8 Liter. So 8,2, 8,3 Liter waren es dann. Muss man sagen, ja, ist nicht gerade wenig. Das ist schon Punkt und deutlich unter die 6 Liter wird man ihn auch nicht unbedingt bringen. Ein ETSI in meinen Augen, der ist zwar nicht so kräftig, was das Drehmoment angeht, aber dennoch wird der nicht wesentlich mehr Kraftstoff verbrauchen. Jetzt seid ihr dran. Was ist eure Meinung zum Cupra Formentor? Schreibt sie mir unten in die Kommentarbox. Lasst uns jetzt gerne diskutieren. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich den Daumen nach oben dalassen und ein Abo des Kanals, falls nicht schon geschehen. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus. Euer Ubi.